Mahlzeit Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Wir werden uns in dieser Folge damit beschäftigen, da einen kleinen Schatz zu heben. Ich habe das schon auf der Karte markiert. Ein Kollege hat mir einen Tipp gegeben, dass dort ein bisschen Cash liegen soll, beziehungsweise ich glaube einen Goldbarren. Und es soll auch irgendwie einen Glitch geben. Man holt sich das Ding, man speichert, man lädt den Dings, den Spielstand und dann ist da wieder dieser Goldbarren. Keine Ahnung, irgendwie so. Don't understand this at all. Hey, was denn? Over here. Was hat er? What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time for No, this. No, wait. Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country, reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jackal Gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it, they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of... $10. Ja, a komm. Trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Komm, wir kaufen den Shit. Why not? A very wise investment. I wish you the best of luck. Was haben wir da jetzt gekriegt? Eine Karte. Schatz der Jack Hall Bande. Karte der Jack Hall Bande 1. Umdrehen. Nochmal umdrehen. Über einen Hügel. Ach ja, guck. Ja. Jack Hall Bande. Nicht schlecht. Da haben wir ja doch wieder was, um uns zu beschäftigen. Wah, wah, wah. Sollte das eventuell eine Schatzheberfolge werden? Wenn ich schon den einen Schatz hier heben möchte, den einen, kann ich auch den anderen direkt mitmachen, oder? Boah, es ist dark hier, ey. Shit. Was ist hier los? Was liegt denn hier? Warum liegt denn hier einer? Was geht? Frag mich, was das hier war. Ey, Pferdchen. Bleib mal hier. Hier irgendwo soll das sein. Das Teil. Ich weiß auch gar nicht, was es ist. Eine Truhe? Ist das hier die Truhe? Soll das hier eine Truhe sein? Das ist ein Fass, okay. Hier ist auch nichts. Okay, vielleicht war es nicht das Haus. Vielleicht war es dieses hier. Boah. Alter. Ist ja mal voll. Voll crazy hier verreckt, Alter. Ohne Scheiß. Ein Rope. Oder die Tür war aber auf.
Wow, spooky. Übel spooky. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Ist die Tür auf? Kann ich die Tür aufmachen? Natürlich nicht, ne? Junge, Junge. That's a little bit creepy. Vielleicht hier? Also er sagt halt hier irgendwo, ich kann mir schon vorstellen, dass er mir da die Wahrheit sagt, ne? Aber wo halt genau, hat er mir nicht gesagt. So, von wo komme ich denn? Von der anderen Richtung? Versuchen wir mal hier einfach jedes Gebäude ab, mein Gott. Lange wird das hier, glaube ich, nicht dauern. Nicht, dass ich den Schatz schon gefunden habe, ich mich nicht mehr dran erinnere und hier jetzt rumlaufe wie so ein Dösiger. Hier geht auch nichts. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, ob ich den Schatz nicht schon mal hier gefunden habe oder so, weil... Ja, aber trotzdem müsste dann ja die Truhe hier noch stehen, oder? Ach, guck, hier steht sie ja. Guck, so einfach geht das. Muss man einfach nur ein bisschen suchen. Broschüre für was? Spezialpferdestimulanz. Das ist nice. Dokument untersuchen. Das lese ich mal. Die früheren Siedler entdecken, dass eine Mischung aus Salbei, Rohrkolben und Möhren eine reinigende Wirkung entfaltet, die Pferde ihre volle Ausdauer wiederzugeben vermag. Das erwies sich als besonders Kampf gegen die Engländer als hilfreich, die für ihren langsamen, fast kontemplativen Pferde bekannt waren. Um eine Stimulanz für die Reiter, für ihr Reittier zuzubereiten, stecken sie je zwei der Zutaten in einen Metallbecher und kochen sie ihn über offenem Feuer. Wilde Möhre. Crazy shit. Dann haben wir hier noch einen dicken Goldbarren. Und dann war es das. Ja, anscheinend kann man hier jetzt halt noch so glitschen, ne? Aber das machen wir nicht. Ja! So, dann wäre quasi schon der erste Teil unserer großen zweiten Schatzsucherfolge. Ja, erfüllt, erledigt, ne? Sollen wir mal die scheiß Lampe wegpacken? Können wir machen. So, dann gucken wir nicht ins Buch, verdammt nochmal. Einmal drücken, reicht? Okay. Schatzkarte der Jack Hall-Bande. Du hast eine Karte erhalten, die den Aufenthaltsort des verschollenen Schatzes der berüchtigten Jack Hall-Bande zeigen soll. Ja, okay, wir gucken nochmal auf die Karte. Das ist diese Karte. Kann ich mich irgendwie drehen oder so? Karte wieder öffnen. Jetzt ist noch schlechter. Ja, geht. Also... Auf einem Hügel. Unterhalb ist eine Stadt mit einer Kirche, sehe ich. Und an dem Hügel sind zwei große Nadelfelsen oder so. Wir drehen das Ding mal um, habe ich schon mal umgedreht, ne? Da steht nichts. Okay, so Friends, da wären wir. Hier vorne ist dieser heftige Felsen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das Ganze... wir das Ganze angehen. Ich denke mal, zu Fuß wird es am besten sein. Das ist der Weg, den ich meine. Hier kommen wir doch bestimmt. Ja. Okay, okay, okay. 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 Pferdchen hat es doch noch geschafft, Alter. Das da links sieht aus wie ein Weg. Am Anfang. Okay, jetzt bin ich hier oben drauf.
Uiuiui. Boah, krass. Was ist hier denn los? Baldrianwurzel. Nicht schlecht. Nehme ich auch ab und an. Okay, untersuchen Pflanze. Was war das? Was ist das? Warum ist sie hier oben auf diesem selten zu erreichenden Bergdings? Was ist das für eine Wurzel? Ginseng. Benutze ein Lagerfeuer, um Ginseng zu verarbeiten. Ginseng ist schweineteuer, habe ich mir sagen lassen. Also da gibt es richtig Leute, oh, die das hauptberuflich machen, dass sie das Zeug sammeln. Was hat er denn jetzt hier gerade wieder? Amerikanischer Ginseng. Ach, hier ist noch einer. Scheint auf jeden Fall echt wertvoll zu sein. Ja, okay, komm. Soll ich mal das Fernglas rausholen kurz? Okay. Moment mal gerade. Das sieht aber nicht so aus wie auf dem Bild. Ich muss ja theoretisch ganz woanders hin, oder? Ich hatte auf dem Bild ja mehr oder weniger die linke Seite eines Berges und dann diese Geschichte im Blick und der Pfeil auf der Karte führte auch hierhin. Also an dem Berg runter. Jump. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich glaube, da muss ich jetzt noch mal hoch. Scheiße. Ah! Wie er schreit, ey, wie so ein Mädchen. Und wie soll ich da jetzt hinkommen? Jump! Oh, ja! Cool. Okay, hier komme ich auch hoch. So, das... Dieses Bild könnte schon mal mehr aussehen wie... wie das, was wir auf der Karte gesehen haben. Hm. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal hier oben drauf. Hier kann man tatsächlich runter. Okay. Die Wand hier sieht ein bisschen anders aus. Untersuchen. Ist das Silber? Sieht so silbern aus. Haha. Bam, Alter. Perlenkette. Schatz der Jack Hall Bande. Zwei, genau, das ist es. Okay, was ist das denn? Ach, finde einen Schatz. Das war schon der Schatz der Jack Hall Bande. Und es gibt noch einen, oder was? Ich drehe die mal um. Auch hier wieder nichts zu sehen. Sumpfland, Geysire oder was? Ich versuche erstmal wieder hoch zum Pferd zu gehen und dann gucken wir mal auf der Karte, ob wir da irgendwelche Geysire entdecken. Ich glaube aber nicht. Komm schon, spring! Nicht. Ha! Ich hab doch gewusst, dass ich hier schon mal war. Wow, der bricht gerade aus, heftig. Da möchte ich mal hingehen.
Sieht ja auch schon crazy aus, ne? Hier diese. Whoop. Krass, wie sah das denn aus, ey? Oh, das hier sieht auch so cool aus. Das ist auch so ein Pool, Alter. Mann, richtig schön mit Treppen. Kein Scheiß. Okay. Das hier sieht irgendwie... Ah! Alles klar. $15. Schatz der Jack Hall-Bande. Nachdem du in Katoro Springs in einen grob gemachten Inuksuk gegriffen hast, entdeckst du die letzte Schatzkarte der Jack Hall-Bande. Und die gucken wir uns jetzt an. Teil 3. Eine Insel in einem See. Eine Insel in einem See. Wir gucken auf die Karte. Ich reite als erstes mal hier hin. Als wir hier den Bären weggemacht haben. Gucken wir uns mal die Gegend an. So habe ich es eben übrigens auch gemacht. Ich habe mich erinnert, dass da oben diese Geysire da gesehen habe. Na egal, wir reisen da erstmal hin, dann sehen wir weiter. So, Friends, jetzt wollen wir mal gucken, ob das die richtige Insel ist. Dann stellen wir mal unser Horse hier ab. Gucken, ob ich da hinkomme. Also ich bin einmal, als ich im okay, es geht hier um unsere Ausdauer. Oh, ich hoffe, dass wir das schaffen. Er darf da. Ich bin schon mal vor einer Insel ertrunken. Komm schon. Schaffst du. Kollege, schaffst du. Jawohl. Boah, das war haarscharf, Alter. Haarscharf. Safe ist das, diese Insel, ey. Boah, fuck, überleg mal, ich wäre an irgendeinem anderen Ort da, hätte ich versucht, da hinzuschwimmen. So von hier oder so safe wäre ich ertrunken, das ist schon die richtige. Oder bin ich von da? Wir versuchen, ja, Tatsache. Dann versuchen wir gleich mal vom unteren Zipfel hier nach da zu schwimmen. Das wird hoffentlich besser sein, aber erstmal werden wir unsere Ausdauer hier Regeneration technisch wieder auf einen Vordermann bringen. Also man kann hier hoch, aber... Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen rum. Ja. Untersuchen, Stein, jawohl. Easy. Ah, da unten drunter? Das habe ich jetzt ja gar nicht gesehen. Ein Goldbarren. Zweimal großer Goldbarren. Mission abgeschlossen. Schatz der Jack Hall-Bande. Abgeschlossen, jawohl. Entdecker 8 freigeschaltet. Du hast neue verstärkte Ausrüstung beim Trapper freigeschaltet. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, hier vorne wäre das gewesen. Das war die Stelle, wo ich mir gedacht habe, yo. Aber der Stein ist natürlich auch. Jetzt kann ich da vorne hin, oder was? Ich mach mal hier einen auf. Da steht auch noch eine Hütte. Ich möchte jetzt natürlich wirklich nicht ertrinken. Deswegen
Och lol, was war das denn hier? Goldfische? Sah so aus. Lol, die springen ja richtig. Boah, guck mal. Grab dir mal den Fisch, Dude. Hä? Digga. Er ist doch schon an Land. Ich weiß nicht. Soll ich ihn erschießen? Lol. Was ist das für ein Fisch? Rotlachs. Komm, wir gehen angeln. Ehrlich jetzt. Da ist noch ein kleinerer Fisch. Please. Okay, das hat's nicht gebracht. Aber bei dem Rotlachs schon. It's crazy. Ja, Friends, dann würde ich sagen, verkaufen wir jetzt, ne? Reiten wir jetzt erstmal zur nächsten Gelegenheit hin, zu irgendeinem Hehler und verticken dann erstmal unseren Goldbarren. Scheiß, den wir hier haben. Pow. Pow, pow. Patz! Patz! Ey, ehrlich jetzt? Ist. Was habe ich? Ich habe die Scharfschützen-Herausforderung freigeschalten. Geschalten? Ist das ein Scharfschützengewehr hier? Ist ja cool. Und da ist jetzt die fliegende. Die Scheiße ist da jetzt. Kommt da mein Pferd etwa? So lobe ich mir das. Ja, hallo. Komm her. Du kleiner Boy. Okay, unser Wapiti-Fell ist auch noch am Start. Das bedeutet für mich erstmal jede Menge Reiten. Stall, wo ist denn hier nochmal der Hailer gewesen? Das war der Hailer, ne? Okay, auf zur Emerald Ranch und danach wieder nach Hause mit dem Wapiti-Fell. Gucken, was da noch so geht. So, Friends, Emerald Ranch. Und gucken wir uns das Ganze mal an. Boah, ich hänge hier wie ein Schluck Wasser in der Kurve, alles klar. Wir verkaufen 3 Goldbarren. 1500, Mann. Schmuckbeutel, Perlenkette. Für 3 Dollar auch, okay. Und wir haben 1788 Dollar. So, Friends, wir sind wieder am Start in unserer Lagerbehausungshütte. Alles cleasy. Javier hat hier eine Belohnung in dein Zelt gelegt. Oha. Pferd anbinden, meine Damen und Herren. Da wollen wir mal gucken. Kriegst du es denn hin? Er kriegt es hin. Wapiti-Fell entfernen. Bei den Teilen funktioniert das immer richtig gut. Wenn ich irgendwelche anderen Fälle darunter nehmen möchte, klappt das nie. Frag mich nicht, warum. Einfach nur scheiße. Einfach nur scheiße. Okay, wir versuchen mal hier vorne hinzugehen zu unserem Kollegen Pearson. Und dann gucken wir uns mal unsere Verbesserungen an. Hello, Mr. Morgan. Hey, hey, hey. Pearson. So, wir scrollen hier einmal ganz schnell durch, ob ich wohl irgendwas entdecke, wofür dieses Wapiti-Fell gedacht ist. Johns Unterkunft, 4x Wildschwein-Fell, perfekt. Gabelbock-Fell, perfekt. Gabelbock-Kadaver. Wolfsfell, Rinderhaut, Elchgeweih, Wachlagerfeuer. Ein Wapiti-Geweih. Oh nein. Ja, schade. Forget about things.
Ziegenfell-Effekte, aber Wapiti... Och, Mann! Alles klar, ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ich leg das jetzt hier hin, das ist doch scheiße. Perfektes Fell, ey. Wahrscheinlich muss ich damit auch zum Trapper und der kann mir irgendwas herstellen. Ja, Freunde, ich sehe gerade Rohmaterial dieser Folge. 2 Stunden, 28 und 30 Sekunden, 31, 32. Heftig lange Folge. Mal gucken, auf was ich das Ganze hier runterkette. Auf, ich denke mal vielleicht 20 Minuten oder so. Naja, was soll's. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet gerne den Part. Und in der nächsten Folge werden wir, denke ich mal, ein bisschen jagen gehen. Ne? Ein paar Verbesserungen an den Start bringen. Wird natürlich auch ein bisschen Rumgespringe sein mit dem Gekatte am Ende, sodass das auch interessant bleibt. Aber ich würde sagen, wir machen für heute erstmal Schluss und verabschieden uns. Bis morgen. Bis denn. Tschüssikowski.